Was würdest du schreiben? Ah, jetzt kommt er wieder mit seiner scheiß Schule, Mann. Der soll mir nicht damit auf den Sack gehen, nur weil er keinen Bericht schreiben kann. So, Blendgranate. Von wo kommt er jetzt? Okay, die, ja. Das einzige Manko, was ich bisher habe bei dem Spiel, ist die Steuerung. Oh Gott, ja, wo kommt der her? Schöne Kameraeinstellung. Ja, doch. Es hat mich erwischt. Oh ja, Medic, wo bist denn du, Tante? Da bist du. Tante, Bertha! Den halt nicht. Die heilt mich wohl auch nur, wenn die danach ist. Dumme Kuh! Sie hat mich nie richtig geliebt. Ist er da links? Nein. Ist er da rechts? Nein. Gut. Ab geht's. Oh nein. Falscher Knopf. Sorry. Ist hier irgend... Ja, Munition. Erste-Hilfe-Spray. So, das nehme ich auch gleich mal, das Erste-Hilfe-Spray hier. Oh. Ach, ich habe jetzt Munition. Stimmt ja. Dann ist das ja kein Problem. Spezialeinheiten greift an. Ja, ich greife doch schon an, Mensch. Mir fehlt so ein bisschen so der Knopf für über Deckung springen. Das fehlt mir so ein bisschen. Und diese schnelle Umdrehen fehlt mir auch irgendwie. Dass ich jetzt einfach schnell auf einem Knopfdruck irgendwie mich umdrehen kann. Ja, eben nicht so. Ha. Naja gut, mal sehen. Vielleicht sollte ich mal nachladen, wäre eine ganz gute Idee. Nahkampf! Oh Gott! Hä? Ich habe das gerade nicht gerallt. Was war das? Hä? Also ich war selten bei einem Spiel so verwirrt wie hier. Musste ich irgendwas drücken? Ich dachte jetzt, ich musste den linken Stick schütteln, wie bei dem Mund auch, oder etwa nicht? Also tut mir leid, falls ich mich jetzt echt zu dämlich für euch einstellen sollte, aber... Ich kann es gerade nicht besser. Also irgendwie hat mich das Spiel gerade verwirrt. Na, mal sehen. Vielleicht gefällt es euch ja zu sehen, wie ich faile. So ganz hart. Okay, also das Vieh kommt jetzt hier irgendwo durch. Ach! Ich muss in eine Richtung machen, ja, ganz geil. Oh, fuck. Ich will weg. Warum seid ihr schon da hinten? Ich hoffe mal, dass ich schneller bin als er. Rettet mich! Aus dem Weg! Warum gehst du nicht auf? Geh auf! Oh ne. Ist die Tür offen? Ja. Okay. Die Munition sammle ich noch schon ein. Wie, Munition voll? Achso, okay. Ah Mann, da war glaube ich ein rotes Kraut, kann das sein? Ja, das nehme ich noch schnell. Hallo? Danke. Wo ist er denn? Brennt er? Ich sehe ihn gerade nicht. Ach da! Der frisst echt viele Kugeln. Ich weiß auch gerade nicht, ob es überhaupt was bringt, auf ihn zu schießen oder ob das gescriptet ist. Deswegen... Oh. Also, man merkt, das Spiel ist wie Left 4 Dead eigentlich. Komm schon,
Birkin hat sich das G-Virus injiziert. Ihr könnt nichts mehr tun. Ach, ehrlich, hat er. Dem Managementbericht. Und sie, Sir, ich habe die Probe verloren. Ich gehe zurück und hol sie. Er stirbt. Okay. Wow. Okay, also ich habe mehr gekillt als erwartet und bin öfter gestorben als erwartet, also nicht so gut. Ja gut, okay, wir haben die erste Mission geschafft. Ich würde mal fast sagen, ich pausiere gleich erstmal, gucke, wie die Aufnahme ist, gucke mir die Steuerung vor allem an, ob es irgendwie eine bessere Steuerung gibt und danach nehme ich weiter auf. Also alles in allem macht das Spiel schon irgendwie Spaß. Aber ich brauche echt einen Typen, der mit mir spielt. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder hier bei Let's Play, bla bla bla, Resident Evil, Operation Raccoon City. Ich habe jetzt die Steuerung ein wenig verinnerlicht. Und, oh Gott sei Dank, ich kann wen anders aussuchen. Und zwar würde ich fast sagen, ich glaube, ich nehme mal die Sanitäterin hier. Oh, okay. Nehmen wir mal sie hier. Kann ich eigentlich auch meine Dings... Ah, kann ich wirklich, das ist ja cool. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal ihn hier mit, den dicken Rambo. Und, oh, schade, ich dachte, ich könnte zweimal den dicken Rambo mitnehmen. Ja, dann ist eigentlich egal, Wissenschaftlerin meinetwegen. Lass mal so ein Weiber-Quartett machen, wenn das geht. Ne, geht nicht, egal, dann nehmen wir nochmal ihn hier mit, so. Ah, okay. Ach so. Erhöht beim Empfänger Zielgenauigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit. Aktiviert Okay. Was ist das denn? Reduziert selbst erlittenen Schaden? Ach so, ja, ich würde mal sagen, das hier klingt eigentlich ganz gut, oder? Nehmen wir doch nur das hier. Können wir uns auch... Ah, können wir wirklich... Ah, das ist ja toll. MP, taktische MP, Mini-MP. Der Finger des Todes. Kann ich mir überhaupt irgendeine leisten hiervon? Bevor ich überhaupt erstmal überhaupt gucke. Ja, die kann ich mir leisten, aber... Ob sich das so lohnt? Nicht wirklich. Schallgedämpft. Ist das ein Deagle? What the fuck? Wieso kostet die denn so viel? 27.000? Was ist denn daran so besonders? Okay. Oh, wow. Die macht echt viel Schaden. Egal. So, wir fangen jetzt an. Ich mache mein Licht wieder aus. Haha. Und ja, also mit der Steuerung, man kann sich leider nicht schnell umdrehen. Ärgerlich, aber naja. Oh, es gibt Licker. Cool, es gibt Licker. Ich liebe dieses Spiel. Licker sind die geilsten Gegner, die je erfunden wurden. Ich meine, die sind blind und haben eine lange Zunge. Toll. Ich rate mal, es gibt auch sonst keinen, der das Spiel schon hat, oder? Also gehe ich jetzt mal nicht von aus. Freunde? Mal sehen. Oh Mist. Weg. Nein, ich will die Zwischensequenz sehen. Loggen wir uns gerade ein? Ja, anscheinend. Ärgerlich. So. Oh, Zombies sind ausgebrochen. Yay!
Ach, okay, alles klar. Ich find's immer noch doof, dass sie das deutsch gemacht haben. Ich fand's Englisch mit deutschen Untertiteln irgendwie schon immer besser. Wir müssen los. Das Rathaus liegt vor uns. Umbrella macht uns für den Unfall verantwortlich. Wir sind keine Putzkolonne. Was ist passiert, dass sie uns zurückschicken? Der Virus verbreitet sich schnell. Wenn wir weg wollen, müssen wir alle Hinweise auf Umbrella beseitigen. Ist gut, ist gut. Ich mach mal kurz leiser. Zack. Tür öffnen. Ich hab die Steuerung jetzt auch eigentlich so ein bisschen raus. Ach ja, das hier ist übrigens dafür da. Wenn ich jetzt so mache, dann schießt sie automatisch auf Gegner, die irgendwie da in die Richtung sind. Das ist ganz cool. Wenn man jetzt von Zombies umdrängt wird, kann man einfach so bam 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 bam. Das ist ganz geil. Zentrale, wir sind jetzt bei Position 1. Und was ich aber merkwürdig finde, ist, man kann so einen Hechtsprung hier nur machen, wenn man A drückt, aber den linken Stick dabei gedrückt hält. Also wenn ich jetzt nur so A drücke, dann geht's nicht. Und von über Deckung springen habe ich leider gar nichts gelesen. Igittigit. Die Frau hat keinen Kopf mehr und keine Eingeweide. Das ist nicht so lecker. Hey. Aber jetzt ist wieder voll... Jetzt ist wieder... Voll Resident Evil Style. Zombie! War doch nicht? Zombie? Hallo? Zombie! Tatsächlich! Oh mein Gott! Okay, warte. Das sind nur Zombies. Warum ist denn der so schnell, der Zombie hier? Ach, was ich, das habe ich auch gelesen in der wie heißt denn das Scheißding? In der Anleitung. Es ist wohl so, wenn man stark verletzt wird, blutet man und dann sind die Zombies aggressiver auf einen. Also das, dann gehen die Zombies eher auf dich anstatt auf deine Kameraden. Das ist ziemlich geil eigentlich. Die Idee finde ich so cool. Und irgendwas war noch, ich glaube irgendwie von wegen, wenn man infiziert würde, aber das ist glaube ich nur Multiplayer. Wenn einer deiner Kumpels infiziert wurde, kann es sein, dass du ihn umbringen musst, sonst bringt er dich um. So Zombie-like. Ach, seht mal, und die Zombies fallen sehr viel einfacher um als der Rest. Ich will jetzt aber endlich mal einen Nahkampfangriff machen. Hat die mich gerade angespuckt? Nein, ich will nicht nur schlitzen, ich will auch irgendwie... Ach, muss ich gedrückt halten? Cool. Irgendwie ist die Steuerung so chilliger als ohne das Vieh. Egal, wie bringe ich es um? Finde ich gut. Okay, jetzt macht das Spiel Spaß. Nicht schießen! Er ist vom UBCS. Nikolai Genovayev, UBCS Kolonne D, Troppe. Nikolai. Der Umbrella Security Service. Bei den Bossen muss Panik herrschen, wenn sie euch schicken. Warum bist du hier? Wir sollen die Bürger retten, haben aber keine Zeit. Im Rathaus herrscht Chaos. Ich suche eine sichere Zone. Oh, schon auf der Flucht. Wie schlimm ist es? Im Rathaus gibt es viele Infizierte und ein paar nicht identifizierte Militärs. Sie suchen etwas. Warum? Was das passiert? Reicht. Ich sage, wir machen ihn munter. Die Zombies sollten sich um ihn kümmern. Viel Glück allein. Los geht's. Viel Glück bei eurer Mission. Das Rathaus wurde abgeriegelt. Okay. Wir sind eiskalte Motherfucker. Zentrale. Oi, oi, oi. Was liegt da? Ist mir eigentlich egal. Antivirus-Spray. Ah, damit kann ich wohl... Keine Ahnung, was ich damit machen kann. Werde ich hoffentlich noch rausfinden. Öffnen. Mich würde interessieren, ob ich einfach an dem vorbeigehen kann, ohne dass irgendwas passiert, weil die sind ja rein hypothetisch langsam. Oh, ich habe keine Muni mehr. Also die sind jetzt nicht so extrem langsam. Aber schon langsam. Irgendwie. Was ist denn das? Irgendwer ist an meiner Tür oder so. Oh, guck mal, der Dicke hat keine Arme.
Na, nicht witzig. Darüber kann ich nicht lachen. Das ist überhaupt nicht lustig. Oh Gott.